Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Tanks. Heute eine Stahlstudie im T-54D. Das ist der neue Panzer, der in den Kisten von dem St. Patrick's Day, also diesen Smaragdkisten drin war. Da war auch der Gesor, der Emil und diese ganze andere Kacke mit drin. Und das hier war der einzige Panzer, der wirklich komplett neu war und komplett voll meinen Erwartungen entspricht. Denn das ist ein deutscher Medium, Stufe 9. Sieht geil aus und hat ein paar coole Funktionen drin. Entfernt sich aber nicht zu weit von dem Standardpanzer. Also einfach geil, das Ding. Aber schauen wir uns erstmal an, wovon ich rede. Wir gehen natürlich erstmal auf die Kollision und alles, was blau ist, ist ziemlich geil verteidigt. Denn entweder sind das Ketten, schön, kein Schaden. Das sind Seitenplatten, schön, kein Schaden. Wir haben jetzt hier vorne und am Turm etwas dunkelblaues, die extrem gut gepanzert sind. Naja gut, hier ist immer noch 280, aber selbst das ist für Stufe 8, 9, finde ich schon echt in Ordnung. Und das Ganze hier ist keine normale Armor, sondern ist die Space Armor, also die mit der kleinen Lücke dazwischen. Das heißt, wenn es alles richtig ist, sollte die Heat-Munition komplett blocken können und ist generell natürlich eine sehr starke Ergänzung zum ohnehin schon eigentlich relativ guten Turm. Ja, außerdem, wenn wir mal ganz kurz aufs Live-Bild schalten, dann sieht man hier halt auch, wenn man vorne mal drauf guckt, im Frontalkampf überall so 300 Panzerung zu haben oder so 280, je nachdem wie wir gewinkelt sind, ist schon ziemlich cool. Gerade gegen andere Medium-Panzer, vor allem wenn wir gegen Stufe 8 da sind, ist die Front sehr stabil. Unerwarteterweise für ein Medium ziemlich nice. Dazu haben wir noch am Turm diese geile Space Armor. Wenn wir uns also so ein bisschen nach unten drehen. Ich hatte die Kanone jetzt echt schon mal auf 5 Grad gestellt. Dann ist das so nur so ein bisschen, ich sag mal, abgedeckt. Dadurch sind auch unsere Schwachstellen nochmal deutlich weniger zu sehen. Wir sind besser zu verteidigen und so weiter. Und wenn wir uns maximal, wenn wir uns so weit drehen, schon zu weit, wenn wir uns so ein bisschen um die Ecke bewegen, haben wir sogar noch hier eine sehr, sehr gute Möglichkeit zum Sidescrapen. Also all das sind Sachen, die ziemlich cool sind. Wir gucken ganz kurz, wo die Kanone stehen muss. So. Weil wenn wir ein bisschen weiter gehen, dann hört das hier schon auf. Das heißt, hier wäre schon das Maximum. Das heißt also, am besten sollten wir so zielen, wenn wir von oben gucken, dass unsere Kanone gerade so an den Ketten ist. Und weiter sollten wir nicht gehen. Ansonsten, das wäre es schon mal zur Panzerung. Das hier ist er in-game. Müsste gleich für euch da sein. Da ist es auch schon das Bild. Wunderschön. Das hier ist das Zubehör. Und das hier ist meine Munition. Das hier ist Verbrauchsmaterial. Wunderbar. Super. Und ich habe diese Crew reingepackt mit Elsa Frostherz und ihrer Crew. Ja, fand ich eigentlich ganz cool. Und das war eigentlich auch schon alles Wichtige, ne? Weil, ich meine, Schaden, cool. Kann man machen. 400 ist in Ordnung. Durchschlagskraft finde ich auch gut. Die gute Munition hat 300, das hier hat 258 oder 68, also auch nice. 9 Sekunden nach der Zeit, könnte für Medium ein bisschen geiler sein, finde ich aber trotzdem noch voll in Ordnung. Die Höhe von, also der Höhenrichtbereich von 5 Grad nach unten finde ich ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Dafür können wir natürlich gut Sidescrapen, ist also ein Deal, den ich okay finde, solange es das noch gut in einer anderen Richtung geht. Ja, also Hull Down verzichten, dafür lieber Sidescrapen, easy. Und ansonsten alles von den Werten her, ist okay. Dann kann man nur arbeiten. Alles super. Nichts zu meckern. Und dann würde ich sagen, gehen wir ab ins erste Gefecht. Müsste eigentlich alles relativ fix gehen, weil Stufe 9 Medium ist eigentlich immer instant eine Runde. Weswegen das eigentlich eine perfekte Stufe zum Farmen wäre. Einziger Nachteil, wenn du so wie jetzt hier zum Beispiel Stufe 10 im Match bekommst, könnte das eventuell ein bisschen kritisch für uns werden. Ja, wir machen auf jeden Fall schon mal ganz kurz die ganzen Booster hier rein, die ganzen Reserven reinknallen. Die auch immer mehr statt weniger werden. Hey, aber besser, als wenn wir es nicht haben. Und die Karte ist jetzt schon mal, hat jetzt schon mal ein großes Problem mit. Weil normalerweise, mittlerweile vermeide ich hier diesen Pfad da oben. Vor allem als Medium. Das hier unten, da hat es bis jetzt immer ein bisschen gescheppert. Ist aber vor allem, wenn ein Scout da steht, absolut eklig, weil ich ihn alle treffen. Aber hier in der Mitte... Oh Gott, hab mich gerade voll verschluckt. Hier in der Mitte ist natürlich ein bisschen schwierig, dahin zu gehen. Vor allem, wenn wir Hull Down eher eine schlechte Situation haben. Deswegen fahren wir einfach recht nach rechts mit auf den Berg. Außerdem haben wir eh Glück, dass da gerade noch ein paar andere Mediums hinfahren. Hallo Centurion, wie geht's dir? Schick, wa? Ey, muss ja schon auf die Straße gucken, mein Freund, ne? Sonst wird das nichts. Ich wollte jetzt auch eigentlich nur ein bisschen Hektik machen, weil er hinter mir noch da drückt. Aber warte. Den können wir auf jeden Fall treffen. Nice. Very good, Mr. Centurion. Sorry fürs Blocken, aber den Kill mussten wir uns gönnen. Das war wichtig. Okay.
Sie müssen auf die Straße gucken, wenn sie fahren. Immer nach hinten gucken führt zu Unfällen. Achtung, Baum! Oh, der ist sogar ausgewichen. Lol. Okay, das war unerwartet. Ich meine, es ist nicht so, als ob das irgendwie ein Problem ist, aber war trotzdem witzig. Das ist aber geil, dass unsere Mediums alle am Durchpushen sind. Das hast du selten, dass alle mal zusammen da vorfahren. Oh, da ist er fast nach unten gerutscht. Tja, ja. Oh, selber meine eigene Regel gebrochen. Nein, ich hänge fest. Welch belastendes Ereignis. Du triffst den? Nee. Als ob. Ja, guck mal, so tief können wir gar nicht zielen. Lol. Stark. Ja, Jungs, ich bin ehrlich. Ich will aber schon fast noch ein bisschen weiterfahren, meint er nicht auch? Oh. Besuch. Die hat nochmal gut reingescheppert. Hier müssten wir eigentlich relativ safe stehen, weil vor uns ein kleiner Hügel ist und hier links sind wir auch abgedeckt. Ist also okay. Die Jagdpanzer könnten natürlich ein bisschen widerlich werden, wenn er zuvorfährt, aber wir sind hier mit drei Panzern stehen. Also ich glaube nicht, dass das ein Problem für uns ist. Nicht zu weit fahren, Centurion, weil sonst kann ich dir nicht helfen, mein Freund. Das wäre wirklich zu schade. Achtung, es piept gleich. So. Ich muss mal kurz was umstellen hier. So, besser. Was sind das jetzt für geile Pings hier? Oh, Centurion kriegt er gleich aufs Maul. Da haben wir es auch schon. Muss mich aber schon irgendwie schießen lassen, sonst kann ich dir nicht helfen, mein Freund. Lass mich mal durch. Jetzt kannst du wieder gucken. Nice. Sehr gut. Gute Arbeit, mein Freund. Gute Arbeit. Und die nächsten zwei Neuner, die wir rausgejagt haben. Oh, das sind T30. Der könnte echt widerlich werden. Ich stehe hier ein bisschen offen mit dem Ash. Das ist nicht gut. Ja, Jungs, ich bin ehrlich. Wir sind hier wieder zu viert. Wir haben einen Gegner vor uns. Er kann einmal schießen. Ja! Er hat geschossen, Jungs. Tötet ihn. Vernichtet ihn. Rusht ihn zu Tode. Nice, Leute. Ja, ich sag ja, vier Mediums als eine Front. Einfach nur geil. Vor allem, wenn der Gegner noch daneben schießt, dann ist es leider um ihn geschehen. Dumm gelaufen. Was für ein nices Team wir bis jetzt haben. Okay, hier ist der einzige Part, der für uns echt kritisch werden könnte, weil hier alles offen ist. Deswegen sollten wir am besten hier komplett durchfahren, Jungs. Oh, der Projektor hat keine Lust mehr, der verlässt die Gruppe. Okay, Centurion, wenn du durchfährst, fahre ich mit, mein Freund. Achtung, Centurion, bitte lassen Sie mir noch Platz übrig. Oh, warte, ich will dich nicht blockieren. Fahr weg. Ah, das ist okay. Wenn wir beide Gegner dich abprallen, das ist fein. Geil, genau die Ecke fehlt. Oh. Doch hat er seine Ecke gezeigt, Mann. Und wieder daneben geschossen. Sehr gut. Ja, zeig nochmal die kleine Ecke da. Ja, man könnte da treffen. Soll ich schießen oder lieber nicht? Ich glaube lieber nicht. Oh, Klonk. Okay, wollen wir durchfahren, Centurion? Was meinst du? Okay. Er will durchfahren. Bin ich bei.
Das ist fein für mich. Er hat auf jeden Fall Schaden gekriegt. Alles easy. Und stirbt. Tja, schade, mein Freund. Und bumm, das war's mit dir. Jetzt wieder noch der Waffenträger und die Artillerie. Den Objektpanzer hinten kriegen wir wahrscheinlich eh nicht. Sehr, sehr gutes Team. War aber auch eine gute Front. Kann ich mit dem kurz einen Zug bilden? Nein, kann ich nicht. Das ist nicht schlimm. Weil das war schon echt ein nices Team. Die Medium-Front war einfach perfekt. Und genau das ist übrigens das, was mir am Spiel, in diesem Spiel auch am meisten Spaß macht, wenn die Medium-Panzer so eine Front bilden. Das ist einfach das Beste, was du haben kannst. Weil selbst so ein dicker, mega starker TD, wie halt eben so ein T-30, kann rein gar nichts gegen dich tun. Oh, lol, der war schnell tot, schade. Wenn du halt mit so 4-5 Medium-Panzer stehst, dann könnt ihr aber aufgeben. Das war's mit denen. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Fast 3000 Schaden. Geil gewonnen. Kaum Schaden eingesteckt. Ich glaube, besser hätte es nicht laufen können. Super nice. Durchgehend von der Position her eigentlich ganz gut gestanden. Immer gut geschossen, finde ich. Da war sehr wenig was. Also das war wirklich eine schon fast perfekte Runde. Sehr nice. Boah, 170.000. Lecker. Ja, guck mal hier. Die Heavys sind trotzdem noch über uns, obwohl unsere Front so stark war. Das ist doch mal ein geiles Team. Und guck dir mal den T-30 an. Null Schaden. Einmal geschossen, verkackt und Instant Rip. Machst du nichts. Und das ohne Primo-Munition. Ey, das war wirklich mit Abstand die perfekte Runde. Nice. Ein vielseitiges Trio. Ja. Ja, den haben wir schon. Okay. Ich meine, wir können uns mal ganz kurz angucken, wie teuer das ist, was sie da verlangen. Ja, aber habe ich mir gedacht. Mhm, also mit Skin sind wir bei 60 Euro. Wie wär's denn einfach mal mit... Nein. Also tut mir leid, das mache ich nur noch mit Panzern, wo ich auch wirklich sage, da habe ich jetzt Bock drauf. Weil mittlerweile haben wir genug, daran mangelt es nicht mehr. Das brauchen wir nicht unbedingt. Also, Nummer 2. Ich habe nur ein Problem tatsächlich, muss ich zugeben. Ich habe mittlerweile, glaube ich, ein bisschen zu wenig freie Erfahrung. Weil jetzt in sehr kurzer Zeit kommt der neue polnische Jagdpanzer raus. Am, ich glaube, 8.4. Müsste es, glaube ich, sein. Und das heißt, am 9.4. wird wahrscheinlich dazu eine Folge kommen. Problem ist nur, ich kann die ganzen Panzer danach alle nicht zeigen, weil ich wollte es eigentlich wieder machen wie bei dem Hori, bei den Japanern, dass ich den einfach von Anfang an durchballer. Das mache ich diesmal ein bisschen anders. Ich werde mir den holen, werde ein bisschen farmen mit denen und dann ab in die nächsten Panzer reingehen. Wird also quasi so ein polnischer TD-Monat ein bisschen. Natürlich nicht nur, ne, schon alles im guten Rhythmus, aber es ist schon... schon auffällig viel, sag ich mal, okay? Ja. Und kurz danach startet schon wieder Ansturm am 10.4. Also bei mir auf dem Kanal ab 11.4. Wird auch nochmal interessant. Ein 10er-Match. Mhm. Müsst ihr wissen. Wo fahre ich eigentlich hin? Weil ich kann ja gut sidescrappen. Ich müsste eigentlich mit in die Stadt fahren, glaube ich, oder? Wobei so ein 10er natürlich wehtun könnte. Aber die haben nur 3 Heavys. Und davon sind 2 bei Stufe 9. Ich glaube, ich probiere es aus, mit reinzufahren. Der hat mich gesehen. Der Schuft. So. Fast zweit gefahren. Nice. Abgeprallt für ihn. Und wurde er getroffen? Habe ich alles richtig gemacht? Warte, ich bin mal ganz kurz so, dass ich das sehe. Ja, er hat hier gegen geschossen. Ah, mit Heat hat er geschossen. Deswegen wurde abgewehrt. Dumm gelaufen. Die Space Armor hat mir den Arsch gerettet. Tja, mein Freund, da hilft dich Heat nichts. Ich will die natürlich jetzt nicht blockieren. Aber ich kann mich auch nicht zu schräg stellen, weil sonst wird das halt zu viel Schaden. Man sieht diese Frontplatte aber auch wirklich gar nicht, ne? Das ist so geil bei dem Panzer, dass es mir endlich so eine Space Armor ist, die du nicht so siehst. Ja, guck dir das mal hier an, das sieht aus, als wäre es der ganz normale Panzer. Dann guckst du seitlich, dann siehst du, nee, die steht echt ab. Das ist schon super nice gemacht. Ein sehr, sehr cooler Panzer. Also optisch gesehen, definitiv jetzt schon eine 10 von 10, finde ich. Der ist sehr edel. Ich fahr mal kurz nach hinten und versuche dann mal mit Ecke rumzufahren.
mir genauso einen Zentimeter leider. Hallo, mein lieber Tortoise. Okay, ich komme leider nirgendwo gut hin. Ja, der Tortoise könnte leider ein bisschen doof sein für mich, weil ich da nicht so gut durchschießen kann. Ich müsste eigentlich die andere Munition nachladen, aber ist egal. Wir haben sie nicht mehr angekratzt. Warte, nicht weg, nicht weg. Mich, danke, Tortoise. Ja, E3, schieb mich ruhig noch rein, hast recht, danke. Das ist natürlich schade. Ich finde das erste Mal, okay, das war dumm gelaufen. Beim zweiten, dritten Mal war natürlich ein bisschen doof. Was hat denn der eigentlich für eine Schnellschusskanone da hinten? Ja, der Schaden war ein bisschen ärgerlich. Aber hey, beim Wegschieben kannst du halt teilweise nichts machen. Jetzt ist die Litfaßsäule hier voll im Weg. Ist ja widerlich. Ja, fahr ruhig vor, ist mir egal. Ich warte trotzdem mal ganz kurz hier, weil wir müssen jetzt nur einen Panzer hier weg. Das Objekt will auch vorfahren. Ich könnte ihm auf die Kanone schießen, nur um ihm auf den Sack zu gehen. Aber ich lasse das mal. Jetzt nicht da stehen bleiben. Huch, warte mal, du bist in der Maus. Wo kommst du denn her? Plötzlich fährt hier so ein Koloss vorbei. Ah, da ist der, den ich meinte. Er bleibt natürlich da stehen, ne? Ah, was für ein scheiß Anti-Mate, Mann. Also der macht wirklich alles, was man irgendwie nicht machen sollte. Aber hey, ich meine, vielleicht kriegt das aber nicht mit. Kann ja auch nur ein Fehler sein von ihm. Ah, der schießt immer noch mit Heat auf mich. Das ist gut für mich. Das heißt, es ist einer der Leute, die noch nicht wissen, dass es ein Space Armor ist. Hey, wusste ich damals auch nicht. Also ich ganz ehrlich, ist einfach nur ein Vorteil für mich. Das Geile ist, ich komme aber durch, mein Freund. Ich komme durch. Zwar nicht überall, aber zumindest an genug Stellen, dass es wehtut. Die linke Front wird quasi uns. Das ist wichtig. Da die Maus da ist, können wir auch ruhig durchfahren. Ey, mein Freund, ich wollte jetzt eigentlich nicht hinten reinfahren, aber mittendrin für Spur stehen bleiben, habe ich jetzt auch nicht erwartet. Sehr gut, Leute. Oh, Moment. Ich dachte, der wäre noch weiter hinten. Ich hatte es nicht gesehen, dass er so weit vorne steht. Hey, naja, gut, passiert. War eine okay Runde. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, ist natürlich, dass meine Leiche zum Weg steht. Aber eigentlich trifft es genau den Richtigen, finde ich. Genau der mich weggeblockt hat, wird jetzt von meiner Leiche weggeblockt. Finde ich eigentlich verdient. Das ist quasi schon Karma für ihn, dass ich hier gestorben bin. In Ruinenberg gehen wir auch innen lang, würde ich sagen. Das heißt, wir gehen am besten hier direkt da, wo auch gleich die Häuser in die Luft gejagt werden und ein Weg entsteht hin, damit wir auf jeden Fall da ein bisschen Zeit geben können. Das heißt, wir vermeiden hier die Mitte und wir fallen. Also hier die Mitte von dem Stadtgelände. Und natürlich die Mitte hier außen ist sorry, aber nie. Oh. Doch nicht, oh, der hat den Tiger-Skin drauf. Ich das ganz kurz wäre in. Bruder, in der Farbe, weißt du? Ja, ich dachte mir schon, dass du da stehen bleibst, deswegen habe ich es gar nicht erst versucht. Wir fahren direkt hier hin und warten. War doch jetzt, dass hier auch hier aufgeht, ne? Müsste eigentlich. Wobei, es kommt relativ früh, ne? Ich lasse mal ganz kurz die Heavys vorbei. Ich meine, es kommt sogar relativ früh. War das nicht irgendwie bei 1.30, also 13.50 oder so ein Scheiß? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wir bleiben mal so ein bisschen mit Abstand davon. Weil ich meine, es kommt ziemlich früh gleich, dieser Einschlag hier. Wenn wir ganz kurz hier stehen, können hinter dem Panzer entlang zielen. Sind trotzdem noch so, dass wir genau in der richtigen angewinkelten Position stehen, falls der SMV doch auf uns schießt. Wir dürfen aber weit genug von den Häusern weg sein, dass uns da nichts passiert. Was macht er denn? Der fährt ja mit der Front voraus. Okay. Ja, viel Spaß, mein Freund. Ich sag mal so, wenn es funktioniert, dann warum denn nicht? Da müsste mich jetzt gleich schon. Oh, guck mal, hier sind auch zwei. Da müsste jetzt gleich aber schon eigentlich direkt das Ding hier aufgehen, ne? Oder war das wieder komplett Zufall? Ich weiß es leider nicht mehr genau. Oh, der AMX geht auf die Fresse jetzt, weil er genau in die Mitte reinfährt. Da hat er wohl nicht drauf aufgepasst, dass da zwei Panzer stehen, hä? Huh? Tja, mein Freund, hättest du mal die Augen aufmachen sollen.
Tiger Maus riskiert auch gerade sein Leben, indem er einfach komplett durchballert. Wo will der denn hin? Okay, ciao. Und bumm. Nee, doch noch nicht. Aber er steht mittendrin. Ja, smart. Was ist denn hier los, Leute? Warum wollt ihr so einen Stress hier machen? Wo wollt ihr denn eigentlich so dringend hin? Ist doch noch alles offen quasi. Na komm, SMV, zeig nur so ein kleines Stückchen bitte. Auch der E75, ne? Wobei, nee, den gibt's noch ganz gut, ne? Ah, geht. Er hat schon einen Hit kassiert. Also er ist auf jeden Fall auch im Feuer am Spielen, sag ich mal. Alleine gegen 4. Ah. Wir sind hier mit 4 Medium hinten, alles easy. Okay, alles klar. Da kommt Seitengeschoss. Hat er mich gesehen, hat er. Schwierig. Auch wenn ich jetzt ganz kurz für eine Seite zeige, ich fahre mal ganz kurz komplett zurück und fand diesen kleinen Stein hier. Deswegen nämlich. Der fährt freiwillig weg. Interessant. Die Artillerie will auf mich schießen, frech, aber probier's ruhig. Habe ich jetzt nichts gegen. Das ist fein für mich. Wann geht denn das jetzt ja auch mal endlich auf? Das ist auf jeden Fall die getestete Karte. Da müsste eigentlich gleich sich was bewegen hier. Müsste gleich Bonbon machen hier. Lol, Team of Noobs. Okay. Sagte, warte, wer sagte da? Ah, warte, Moment. Wer hat das gesagt? Der VK100-01. Hä? Wo ist denn der? Sag mal. Sag mal, okay, hier werden wir nicht stehen. Also ich sag mal so, was heißt denn jetzt? Also ich weiß jetzt nicht genau, worauf ich hinaus möchte, weil eigentlich ist es jetzt nicht so schlimm hier. Einen Schuss machen wir noch ganz kurz. Okay, der steht da nicht mehr. Dann fahren wir ganz kurz weg. Und wetten wir genau, jetzt kommen die bei Medium von rechts oder so ein Scheiß. Irgend so ein Bullshit passiert jetzt hier. Ich hätte damit gerechnet, dass es eigentlich hier früher aufgeht. Aber wir müssen jetzt auch jetzt echt ein bisschen beeilen, weil gleich uns von hinten Medium-Panzer angeschossen kommen. Wir können natürlich auch noch komplett umdrehen, aber wir haben noch drei andere Medium, die uns von hinten verteidigen. Das ist gerade alles ein bisschen kritisch. Oh. Oh, das ist jetzt unerwartet. Okay. Das ist nice. Eine gut und relativ safe Position, die wir hier haben und können gut treffen. Lol, wo fährt er denn hin? Nett. Ja, schade, mein Freund, leider zu angewinkelt. Kein Durchschlag, sehr ärgerlich. Ich finde aber nett, dass die jetzt so aggressiv hier reinstürmen, die Gegner. Das könnte eventuell dann noch mal das ganze Blatt ein bisschen turnen hier. Na, ist egal. Ich muss das trotzdem hier machen, damit wir nicht von hinten um Dings werden. Bei. Doch, ich muss ihn noch einmal treffen, kurz. Ah, ich stehe zu schräg, leider. Nicht wichtig. Ja, war ein bisschen zu schräg, leider. Aber kriegen wir jetzt gefixt. Ich stehe zwar gerade mit dem Arsch hier offen, aber ich muss leider. Aber noch sind da eine Menge Panzer hinter uns. Wir sind nur zu 5 hier. Was war denn das jetzt? Hier aus, nur kurz gucken. Okay, da ist jetzt keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall hier weg, weil ich der Typ 59 von hinten kommt. Das war nicht so viel Schaden. Da kommt gleich von da und denkt, der kann mir in den Rücken schießen. Denkt er aber nur. Finde ich zwar frech, dass er so spät angezeigt wurde, aber wir haben ihn erwischt. Alles gut. Schade. Ey, aber ganz ehrlich. Ich finde, war trotzdem okay. Also man kann damit arbeiten. 2400 Schaden, eigentlich relativ okay gestanden. Einziges Problem ist nur, irgendwie habe ich jetzt darauf gewartet, dass hier was passiert, aber
Ich wurde wohl ein bisschen belogen mit der getesteten Karte, da hat sich nichts geöffnet. Sehr ärgerlich. Aber dafür, dass es halt dann da so, ich sag mal, gegen meinen Plan war, konnten wir doch noch relativ gut Schaden rausholen. Eins für gute Hits landen, war in Ordnung. Ja, dann zeigen Sie bitte mal die Statistik her. Ich würde gerne wissen, wie schlecht ich abgeschnitten habe. Aber ich denke mal, wir sind bestimmt so im guten Mittelfeld. Wenn ich sogar ein bisschen höher. Ich glaube, diesmal haben wir vom Team her, was war bei euch so, ich würde sagen, Siebter. Wobei, es wäre genau die Hälfte. Sagen wir, wir sind Sechster geworden. Erster sind wir geworden. Okay. Das ist dann eventuell nicht so gut fürs Team insgesamt. Okay, finde ich aber trotzdem, also für mich persönlich ja schon mal ganz gut, ne? Aber schwierig, ne? Ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn ich ganz unten stehe, solange das Team halt geil ist, ne? Ja, aber trotzdem eine okay Runde. Kann man mitarbeiten. So, Perlenfluss. Was müssen wir eigentlich nochmal machen hier? Weil ich vergesse das jedes Mal. Nein, warte, was drücke ich denn hier? Ah, jetzt. 4 Gegnerfahrzeuge machen und 2000 Schaden. Ja, die 2000 Schaden sind kein Problem, die 4 Kills da schon eher. Irgendwann kriegen wir es hin. Da. Wo fahren wir denn hin? Hier hinten? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich fahre sogar tatsächlich nach links hin. Ich will den irgendwie so ein bisschen spielen wie ein Heavy, weil da wir so gut im Sidescrap mit dem Panzer sind, glaube ich, könnte das tatsächlich echt ein geiler Gamechanger sein, wenn wir mit dem immer da fahren, wo nur die Heavys fahren. Klar haben wir auch starke Gegner, aber im Prinzip war das bis jetzt kein Problem. Im Gegenteil, sogar eigentlich eher ein Vorteil, weil wir halt auch so schnell nachladen im Vergleich zu dem Durchschnitts-Heavy. Ist schon ziemlich nice. Hier oben macht keinen Sinn, weil da ist halt wegen Hulldown alles zu kritisch. Und ganz unten wäre es eh zu gefährlich gewesen, weil da werden wahrscheinlich eh die Leute auf dem Hügel hier abgammeln. Und hier mit den ganzen Huckeln dazwischen ist ein bisschen doof. Geht natürlich auch, aber sagen wir jetzt keinen Angriff oder Begegnungsgefecht haben. Wozu? Ne, ich kann doch einfach die sicher safe Variante nehmen, die hinten lang fahren. Ach, sieht so geil aus mit diesen Wasserfällen hier, ne? Unfassbar. So, Herrschaften. Seid ihr nur zu zweit oder kommen da noch mehr? Da kommen noch 2 TDs. Das ist ja ungemütlich. Was tut ihr denn da? Sehr freundlich. Oh, da hat er sich verkalkuliert und zack, ist er fast tot. Wie schade. Tja, da hast du den Turm von. Den Hut vom Turm gepfeffert. Ja, da werde ich nicht pieken, mein Freund, aber jetzt hoffe ich mal, ist dir klar. Aber der Emil kann gerne gucken. Da hätte ich jetzt nichts gegen. Oh, der fährt durch. Das ist unerwartet. Schade, ich wollte die Kette eigentlich zerstören. Aber bin ich nicht so gut durchgekommen. Ist auch nicht so wichtig. Dann fahren wir am besten hinten rum, weil der wird jetzt eh mit dem Emil ein bisschen sich zu beschäftigen. Wobei, wir haben da schon 3, dann können wir auch hier bleiben. Nein, mach jetzt nicht den. Oh, Kette von ihm ist kaputt. Gott sei Dank. Kette habe ich mal zerstört, damit die Leute ein bisschen besser rumfahren können. Sehr fein, ihr seid neben ihm, auch wenn es dir nichts hilft. Ach, da unten ist auch rot. Ja. Dann sollten wir am besten nur oben auf die Luke schießen, oder? Egal, hat ja trotzdem für ihn gereicht. Alles gut. Lol. Das ist ja unlucky. Feuerbereitschaft hergestellt. Leute, weiter geht's. Na, 2 Lasthits haben wir. Vielleicht kriegen wir sogar den 3. und 4. Ich fahr mal hier oben mit, weil von oben anfahren ist immer besser als da von unten, weil da unten habe ich irgendwie immer bis jetzt nur verkackt. Wäre sogar eine Option, hier ganz zurückzufahren, da wo der Emil lang fährt, lang zu fahren. Aber ich glaube, hier rum ist schon ganz okay. Ey, wir haben hier 4 Gegner, aber ganz schön gut weggeballert. Nice, Jungs. Oh, Mädels. Sehr schön.
Das gleiche jetzt bitte nochmal hier, auf der Seite. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal gut unterwegs. Hinten der Weg da oben hat verkackt, aber wen juckt das schon? Ob wir den absnicken können, weil ich brauche den Lasthit. Schade. Da ist ja auch nicht so wild. Okay, der wird nicht weiter pushen. Der Lynx hat die Mitte unter Kontrolle. Das heißt, die fahren durch. Dann bleiben wir am besten hier. Oder fahren hier rüber. Eins von beiden. Was wäre smarter? Ich glaube, am smartesten ist es, sich hinter den Stein erstmal zu stellen. Gott, bin ich schnell unterwegs. Rade. Oh, schade. Nur nicht zu offen sein. Wir müssen uns auf diesen Berg hier ein bisschen vertrauen. Diesen kleinen Mini-Stein hier. Oh, 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 oh. Das hat ihm nicht mal die Kette kaputt gemacht. Frech. Okay, die haben den Berg komplett verlassen. Das heißt, wir können hier einfach durchfahren. Das ist nett. Außer natürlich der Renegade steht jetzt wieder da, was ich bezweifle, ehrlich gesagt. Das heißt, der Kari wird jetzt gleich seine Karre verlieren. Also Kari. Ran. Verdammt! Ach! Weißt du, was jetzt war? Ich habe gewartet, bis der Emil schießt. Ich war mir jetzt aber nicht sicher, ob der jetzt Schaden gemacht hat. Deswegen bin ich ganz kurz aus dem Zoom rausgegangen. Und als ich ihn aber Schaden gemacht habe, damit ich den Last Hit kriege, gesehen, dass er Schaden hat, schießt nochmal. Da hat er aber schon das zweite Mal geschossen. Wie ärgerlich! Ich wollte den Killweg snippen. Weißt du was? Eigentlich können wir auch einfach andersrum fahren. Ein bisschen Sumpf gehen. Ach, Menno. Ich glaube, den vierten Kill würden wir wahrscheinlich ähnlich kriegen, aber das ist jetzt, ja, wenn wir jetzt noch einen dritten kriegen sollten, dann wäre es natürlich ärgerlich gewesen. Na, was heißt jetzt ärgerlich? Also, eigentlich juckt mich das nicht. Irgendwann wird es schon von alleine kommen. Das wäre die Möglichkeit gewesen. Die Zoo ist noch komplett offen am Stehen hier. Ich fahre mal hier links wieder hoch, weil vielleicht ist die dann noch irgendwie auf dem Weg zurück. Ne, ist sie nicht. Die bleibt echt da hinten. Ui, dann drehen wir nochmal ganz kurz nach da. Ja, aber der Lynx wird zuerst da sein. Da werde ich keine Chance haben, da irgendwas zu machen. Und der Borast wird wahrscheinlich auch nochmal einen Hit reinsetzen, denke ich mal. Oder? Wobei, der Panzer fährt einfach komplett durch. Tja, da wird es wohl wahrscheinlich insgesamt gar nichts. Tja. War aber trotzdem eine geile Runde. Aber umso einfacher für uns jetzt, das mit dem Kari war dann doch kein Problem. Hätten wir eh nur 3 statt 4 gehabt. Also alles in Ordnung. Coole Runde gewesen. Und auch wieder ein gutes Team, tatsächlich. Ey, das ist aber auch für die Stahlstudie jetzt hier echt ein gutes Ding an, du. Kann gern so bleiben. Hm. Angenehme Erfahrung wieder bekommen. Man kriegt auch viel Geld, wenn man nicht mit Premium schießt. Ich meine, logisch, aber mit dem Medium halt extra viel. So, das ist schon sehr geil. Also zum Farmen ist es ein tolles Ding. Ja, dann ab ins nächste hier fechten. Ab in die Nummer 5. Und du findest halt immer instant eine Runde. Also, weil du bist halt ein Lückenfüller für die 8er und für die 10er. Deswegen sind 9er Panzer eigentlich auch ganz geil. Und das ist wenigstens einer der wenigen Panzer, mit denen ich so arbeiten kann, der auch gut mit 10ern konkurrieren kann, ohne halt selber direkt zu verkacken. Sehr praktisch. Wo gehen wir hin? Ganz außen? Das ist immer wieder halt down, ne? Das ist optisch und effekttechnisch immer noch eine der coolsten Karten hier. Hier passiert so viel. Sehr, sehr nice. Ey. Progetto. Was ist los, Mann, ne? Nice. Ein Ibre. Da fährt ein Eber vorbei. Noch ein Eber, hallo. Ich hatte noch überhaupt gar keine Ahnung, wo ich mich jetzt hier hinstellen soll am besten, weil dieses Halldown kriege ich halt nicht hin. Aber irgendwie, das wird sich schon finden. Ich glaube, ich warte mal ganz kurz hier, weil den treffen wir wahrscheinlich nicht, aber wir könnten mal ganz kurz hier warten, bevor wir da reinschießen können. Eventuell zeigt sich der EBR ja ganz kurz. Lol, habt ihr gesehen? Der Schuss ist safe auf den draufgegangen. Boah.
Wenn ich das jetzt nochmal. Weißt du was? Das schreibe ich mir eben ganz kurz auf. Das schreibe ich mir jetzt eben auf, weil das war eine Frechheit. Vierte. Oder was ist das? Dritte. Berlin-Runde. Schuss auf EBR. Slow-Mo. Das werde ich sowas von aufschreiben, weil 100 Pro. Ich bin mir irgendwie schon fast sicher, dass der gehittet hat. Einfach verglühter Schuss. Oder sah das nur so aus? Ich werde es ja in der Slow-Mo dann sehen, aber. Ja, war schon gemein. Guck mal, hier siehst du halt, wie schlecht diese Kanone eigentlich ist im Neigungswinkel. Gegner getroffen. Ah, nur ein Reifen zerstört leider. Glaube ich. Ah, okay. Wieder nur das gleiche Ding gemacht. Der Char ist weg. Das ist okay. Waren auf jeden Fall gute Hits. Ich musste schießen, so weil ich ihn sonst nicht kriege. Und ich versuche immer noch die Kills hinzukriegen. Boah, bitte bleib da stehen. Nice. Sehr gut. Okay, nice. Das ist auf jeden Fall für die Situation ja gut, dass wir hier so viel standen. Damit haben die sich quasi selber ein bisschen vernichtet, mal wieder die Gegner. Sehr edel. Vor allem der neue Jagdpanzer, ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber wenn der dann rauskommt, der sollte doch eigentlich mehr Schaden machen, je näher der dran fährt, ne? Wäre das perfekte. Der perfekte Stil einfach für mich. Ich hoffe, das stimmt auch. Das wäre so cool. Dann habe ich endlich einen TD für den Frontkampf, der sogar das wirklich machen muss. Ja, wäre doch nice. Hallo, T54D. Oh, ich kann nicht tiefer zielen. Wow, das ist schlecht. Hm, der war drüber. Oh, kein anderer sieht den da. Das ist natürlich ärgerlich. Dann fahren wir mal lieber noch mal ein bisschen zurück. Hey, hier kann die Kanone nicht dahin schießen. Erzähl kein Mist. Lol. Ja, diese 5 Grad Neigungswinkel, die sind halt schon wirklich eine Katastrophe, ne? Sobald es auch nur so minimal hügelig wird, hast du schon eigentlich verkackt. Okay, der EBR legt sich mit dem T54D an. Oder auch nicht. Doch, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Hä? Ach, der ist davor gefahren. Hm. Das merkt natürlich voll viel Sense. Mhm. Ha, nicht mehr getroffen. Ich weiß, dass ich da eh keinen Schaden mache, aber ich wollte zumindest Hallo sagen. Er muss ja wissen, dass wir existieren, ne? Tja, mein Freund. Das Gute ist, wenn du mit einem Double-Panzer für mich ankommst, dann weiß ich wenigstens, was ich tun muss. Bei vielen Panzern muss ich natürlich noch wissen, was ich machen soll, aber ne, gerade bei so TDs, so wie den T95 und so, bin ich oft aufgeschmissen, muss ich echt zugeben. Aber wenn ich halt einen Panzer bekomme, der genau mein Gegenstück ist, dann weiß ich exakt, wo ich hinziehen muss, um Damage zu machen. Klar, ist natürlich auch mal ein bisschen Glück mit drin, aber... Ah, das ist schon toll. Ach, guck mal, die Heavy Line hat auch gewonnen. Und die Grille kriegt aufs Maul. Nein, fährt das nicht weg, wo willst du denn hin? Bleib doch bei uns. Wir sind doch nur deine Spielkameraden. Jetzt fährt er weg. Ey, du Schwein. Du hast doch ein bisschen was von dir übrig. Ich will auch noch was reinkratzen hier. Toll. Oh Mann, ich wollte doch nur ein Autogramm haben. Nicht das übliche, sondern so ein besonderes Autogramm. Ich wollte es bei dir reinritzen. Tja. Ja, ich sag mal so, ne? War jetzt auch wieder eine entspannte Runde eigentlich. Man kann nicht meckern, also mal wieder beide Seiten gewonnen, Team war wieder echt in Ordnung. Stark. Also wenn das so weitergeht hier, dann weiß ich auch nicht. Bis jetzt war nicht einmal eine Situation, wo ich sagen würde, hui, scheiße.
Mist! Alles Kacke, nichts davon geht mehr hier! 100 Anleihen, danke. Ah, Tagesaufträge, nett. Herr Schwitter, 6000 Erfahrung, läuft. Sehr gut. Oh, sogar, guck mal, wieder die schöne Mitte. 6000 Damage, alles klar, musst du wissen. Und immer stabil Geld am Farmen, ne? Ab in die Runde Nummer 6. Die erste Hälfte haben wir geschafft. Alles bis jetzt sehr, sehr gut gelaufen. Austernbucht. Ja, jetzt wird's interessant, weil pass auf. Hier ganz außen finde ich nicht so geil mit dem ganzen Wasserdampfweg, bin ich ehrlich. Da würde ich, glaube ich, nicht hinfahren. Mit keiner Klasse hinfahren. Hier könnte funktionieren, das ist aber immer so ein ewig langer gegenüber Standoff. Hier oben müsste man ein bisschen mit dem Neigungswinkel arbeiten, wofür der Panzer nicht so gut gemacht ist. Hier unten am Wasser langfahren wäre eine Option. Müssen wir halt nur Glück haben, wie es hier oben auf dem Berg aussieht. Und außen wäre auch eine Option. Deswegen gucke ich mir ganz kurz an, wo die hinfahren und würde den Fluss mal entlangfahren hier. Weil wir das quasi nie machen. Nee, machen wir nicht. Ich habe eine andere Idee. Sorry, aber wenn da so viele Mediums hinfahren, ich muss den Mediumzug unterstützen. Auch wenn ich was Neues ausprobieren möchte, ich kann nicht meine eigene Regel brechen. Wenn ein Medium-Haufen irgendwo rumfährt, dann ist dieser Haufen einfach stark. Und ich muss diesen Medium-Haufen unterstützen. Außerdem wären wir sonst konkurrierend mit einem Happy Meal. Und auf die 700 Schaden habe ich keine Lust. Aber hier geht ja auch, hier können wir auch gut um die Ecke gucken. Ah, die Karte ist auch geil. Die hier und Berlin sind so richtig, also sind optisch einfach die geilsten Karten, ohne Witz. Passiert schon fast noch ein bisschen zu wenig, könnte ruhig noch mehr passieren, aber die ist schon sehr, sehr nice. So, mi Frendo, zeige dich hier bitte mal da vorne. Su, su, su. Gleich ist der happy, nu. Gleich macht er einmal Bochum. Ihm gefällt kein gutes Reimwort, Dingens ein. Okay, fahren wir noch ein Stückchen nach vorne. Ist ja nicht so gefährlich hier, ne? Kein Problem. Hier ins offene Feld rein, easy. Lol, der Chrysler ist schon fast tot. Der Arme. Der Arme. Also der T55 ist quasi neben mir. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so gut oder schlecht ist, was ich hier mache. Aber die Gegner zeigen sich auch gar nicht. Sie sind irgendwie nur unten am Wasser. Wollen wir mal ein bisschen vorfahren? Ich meine, unsere TDs können ja auch noch irgendwie da oben drauf schießen, wenn da oben einer guckt, ne? So ist ja nicht. Und so Schritt für Schritt hier vorfahren ist auch nicht schlecht. Hallo, Leopardo. Düt, düt, düt. Ja, schon klar, dass wir jetzt gesehen worden sind, aber... Irgendwas muss ich ja machen. Wenn oben die Zoom um die Ecke guckt, ist auch gut, weil dann unsere CDs die wenigstens abschießen können, die Zoom. Okay, Leopard fährt nach oben. Miel und LHMTV sind gleich kaputt. Ja. Und schon ist wieder Stillstand eingekehrt. Boah, jetzt wo die beiden wechseln, könnte man doch wieder zum Fluss wechseln, ne? Jetzt wären wir hier. Jetzt ist der Zug auch abgefahren. Die Heavys sterben auch da unten. Junge, Junge, Junge. Wir fahren mal komplett zum Stein hier durch. Auf die Gefahr hinaus, dass jetzt der Leopard noch hier steht, ist mir das egal. Der steht sogar nicht mal hier. Na, können wir den irgendwie aufdecken, während wir hier stehen? Bis jetzt nicht. Oh, die haben sich schon komplett verpisst. Ja, aber da ist noch eine Su und ein Leopard. Wir fahren mal nicht hier hin. Oh, die Su ist ganz weg. Hey, WTF? Was macht denn der Rheinmetall? Boah, Sig-Waffenträger. Okay, ich dachte, der wird jetzt hier irgendwie schon pre-aim, aber macht er nicht mal. Na dann. Nutzen wir die Möglichkeit außen schießen, aber mal den Petten da hinten rein. Ist ja eine komische Runde gerade.
kurz neuen Hütchen gezogen, geschossen. Okay, Emil ist tot. Sehr gut. Ah, zu früh. Meine liebe Sue, bitte bleibe doch hier. Wir benötigen dich noch, mein Freund. Bitte fahr nicht weg. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass die alle komplett hier den Berg verlassen. Ich meine, klar, irgendwie verstehe ich das, aber damit haben sie ja quasi die Seite hier vom Emil, den Petten, den ganzen Heavys da hinten aufgemacht. Das ist doch schon quasi einfach, also, weiß ich nicht, das ist ja schon quasi so das Hinschmeißen des Teams, nur um sich selbst den Arsch so für ein paar Meter zu retten. Ob sich das jetzt rentiert hat, du? Naja. Ja, ihr werdet euch eh um den kümmern, das lohnt sich gar nicht, mit dahin zu fahren. Da fahren wir schon mal direkt zu den Heavys und können da ein bisschen Druck aufbauen. Je früher wir da sind, desto besser. Siehst du? Hallo, Petten. Dann nicht. Aber auch den machen die gleich kaputt. Da müssen wir nicht hinfahren. Jo, hallo, Tomatensalat. Wie geht's dir? Denkst du, weil du dich gedreht hast, dass du jetzt safe bist? Am Arsch, Junge. Du bist trotzdem tot. Was willst du machen? Mich abschießen? Ah, okay. Ich wollte eigentlich den in die Wanne schießen, aber ist kein Problem. Tja, und nu? Zu langsam. Tut mir sehr leid, mein Freund. Aber eigentlich war ich nur da, um dich ein bisschen im Kreis zu drehen, damit die Leute dich töten können. Lass mich auch schießen. Danke. Ich wollte dich nicht wegrammen, ich wollte mich nur mit reinquetschen, um selbst in den Hit zu landen. Ach, ich hätte schießen erzielen sollen. Selbst schuld. Aber ist auch okay, den habe ich nicht verdient. Sorry, mein Freund, sorry. Es war schon wieder eine mega entspannte Runde irgendwie. Ich meine, ich finde es jetzt auch nicht schlecht, ne? Weil wir haben irgendwie jetzt gerade so überhaupt gar nicht die Situation, dass wir auch nur irgendwie im Ansatz Probleme kriegen. Das ist echt ungewohnt. Aber ist eine gute Abwechslung. Habe ich jetzt auch nichts gegen. Ich finde das ganz angenehm. Ich muss ja nicht mal einen Cut reinsetzen, weil wir durchgehend überleben. Na, das war aber schon eine schlechtere Runde so für uns insgesamt, aber hey, ist auch nicht so schlimm. Explosive Ostern. Mm. Okay. Oh, Mini wird sich sogar. Macht mit bei der Eiersuche. Einschränkungen nur in Zufallsgefechten. Geil, die zeigen sogar genau den... Das. Guckt erst mal an. Ihr fangt mit dem ersten Auftrag an und erhaltet bei dem nächsten, nachdem ihr abgeschossen habt, bla bla bla. Und jetzt achtet mal drauf. Die Hinweise. Verdient den Gefechten mindestens 1500 Basis-CP und erzielt dabei mindestens die 10 höchste Basis-CP eures Teams. Hm? Ist ein Hinweis. Ist auch gar nicht irgendwie... Ach, Leute. Ja, hier. Für diesen Auftrag müsst ihr die Gegner, Eier so richtig verquirlen. Ja, ja. Lassen wir mal, ne? So, ab ins nächste. Nummer 7. Alter, man sieht, dass es Ostern ist, ey. Voll viele Leute mit Runde suchen hier. Und ein 7er-Gefecht. Ui. Das ist ja fast so geil wie ein 11er-Gefecht. Quasi unmöglich. Ja, jetzt ist aber schon wieder dieses Ding, wo fahre ich hin? Weil selbst mit einem 5er Neigungswinkel ist hier unten dieser ganze Sumpf da. Ziemlich scheiße für uns. Also selbst der Sumpf ist mit dem Neigungswinkel scheiße. So rum ist der Satz besser. Aber da oben ist auch kacke. Ja, was, man die jetzt geändert? Was sieht das für Karte nur so aus? Ist der jetzt wie so eine Kuhle drin? Nee, ne? Nee, es ist doch wieder, ist immer noch ein Hügel, ne? Nee, ist immer noch ein Hügel, glaube ich. Das wäre eigentlich auch eine ganz gute Idee, wenn sie da einfach das Ding hier wie so eine kleine Kuhle machen. Das ist quasi hier mit so einem Hügel getrennt ist, dass hier so ein Hügel ist und das so wie so ein, auf der gleichen Höhe wie halt das hier. Wäre doch auch ganz witzig. Oh, was passiert denn da? Scouts auf Suizidkurs, alles klar. Lieber gerne. Ah, ist okay. Aber beide Seiten, die Scouts, was ist da los?
Okay. Kurz ein bisschen zerstören und dann ab dafür. Ich fahr mal ganz kurz hier rein, auch wenn ich jetzt eventuell Hits kassiere von der Seite. Nö, alles super. Wollen mich jetzt hier in eine coole Position, könnte eventuell mal ganz kurz um die Ecke gucken. Hallo? Och, ein VKD. VK-Doppel-D. Na komm. Aber sehr löblich, dass du geguckt hast. Sehr freundlich. Aber mein Freund, das machen wir einfach nochmal, ne? Mhm. Das ist nicht dein Ernst. Hat die Artillerie auf mich geschossen? An der Position? Also ich meine, probier's ruhig aus, aber boy. Ich glaube, auf der gesamten Karte bin ich so ziemlich der am besten geschützte Panzer vor der Artillerie. Ja, ist ja mutig. Ist das ein komischer Typ? Objekt hat kassiert. Na komm, Volker, der. D-d-d-d. Ah, Hellcat macht die Mauer kaputt, schade. Wollen wir weiterfahren und uns in diese Stelle reinstellen oder wollen wir woanders hin? Ich bin mir gerade noch nicht sicher. Weil wir sehen auch noch so relativ wenig Panzer, ne? Es ist immer noch einiges offen. Benötige Hilfe! Ja, mein Freund, was denkst denn du eigentlich? Komme zur Unterstützung. Da gucken wir einmal ganz kurz um die Ecke. Aber ich wollte nur kurz einen Schnellschuss machen, damit er ganz kurz wegfährt und dann wieder zurück, weil wir müssen doch vorsichtig sein. Da hinten ist immer noch die Option, dass die Jagdpanzer stehen. Aber kurz gucken können wir ja, oder wir können auch kurz hier hinfahren, weil die ISO eh durchpusht. Ist aber super gefährlich, was wir gerade machen. Das war nicht gut. Ich muss nur kurz reparieren, bevor das Seitendamage zu hoch wird. Der Seitendamage zu hoch wird. Ah, ich kann gar nicht reden. Ja, es war nicht smart, hier durchzupushen. Das, ich sag's dir ganz ehrlich. Als ob ich keinen Damage mache. Ja, und jetzt haut er ab. Oder? Junge, das ist aber echt nicht gut. Ja. Ja, weil ich ihm helfen wollte. Es ist mal wieder dasselbe wie immer. Du willst ihm helfen und rate, was passiert. Richtig, du kriegst dafür aufs Maul. Und ich mache immer noch keinen Schaden. Tja, und das, was ist die einzige Runde, die wir bis jetzt verlieren? Richtig. In der Runde, wo wir helfen möchten. Was halten wir daraus fest? Egal wie, es ist wie immer. Hilfst du anderen, stirbst du, hilfst du ihnen nicht, hast du eine coole Runde. In dem Fall, ich hätte aber nicht durchfahren sollen. Ich hätte ihn einfach sterben lassen sollen. Es ist einfach dumm gewesen. Ich habe noch gesagt, hier, da könnten auch immer noch Jagdpanzer stehen, da könnte noch anderes Zeug stehen. Jetzt wäre ich, glaube ich, selber durchgepusht. Hätte ich gesehen, dass die beiden dahinter sind, dann wäre da hinten die Schiene safe gewesen. Dann wäre ich mit rausgepusht ein bisschen. Oder hätte zumindest die Position dahin gewechselt. Aber hier auf den Spot fahren, nur um ihm zu helfen, das war nicht gut. Naja, das hast du davon, wenn du mit anderen Leuten da irgendwie unterstützen möchtest und helfen willst. Selbst schuld. Und hier ganz kurz die Statistik dazu. Wir sind trotzdem Erster. Und das, obwohl wir kaum Schaden gemacht haben eigentlich und auch ganz oft nicht vernünftig durchgekommen sind. Also eine ganz interessante Runde irgendwie. Und trotzdem ist es Plus für uns. Also auch so eine Runde ist kein Problem eigentlich. Wir haben trotzdem noch einen schönen Output davon. Tja. Kloster. Ein 10er-Match. Ja. Entweder fahren wir jetzt hier am Wasser entlang. Ich glaube, das ist auch unsere beste Option tatsächlich. Weil hier ist zu viel noch mit so einer kleinen Anhöhe. Da ist es schwierig, weil generell sehr schräg alles. Hier sind mir zu viele Jagdpanzer. Also ich glaube, das Wasser ist unsere beste Option. Option. Tja, Herrschaften, wie sieht es denn bei euch so aus? Wo wollt ihr denn hin? Mein lieber Medium-Club hier. Los geht's. Einer geradeaus, einer rechts, das ist gut. Hier ist Simon, Foch, komm mit. Ich fahr mal auf jeden Fall mit rechts, mit den rechten Dingen da rechts zu lang. Zwei AFK? Mhm. Werde ich auch, glaube ich, nie verstehen, wie man bei einem... Ich meine, wie gesagt, ich hatte das ja schon oft erwähnt. Bei einer Runde, bei der du nur Sekunden suchst, kann ich es nicht nachvollziehen und ich werde es auch einfach nicht verstehen können, wie man dann es schafft, AFK zu gehen. Ich will erstens die Panzer voll schießen, weil sonst bin ich selber in Gefahr.
Sehr gut. Okay, fast ein toter T-30. Das ist fantastisch für uns. Ja! Oh! Wichtig. Es ist ein sehr kleines Ziel, aber machbar. Na, ja, der war, glaube ich, zu stark auf den Turm drauf. Der ging mir diesmal sehr mittig dahin, wo ich gezielt habe. Schon krass. Ja, da kommt ihr relativ schlecht durch, meine Freunde. Ja, nicht auf die Schürze. Ich sage, es ist ein sehr kleines Ziel, aber die Möglichkeit ist da. Au. Okay, zugegebenerweise, der tut dann schon ein bisschen weh. Wurde er getroffen? Klar, der trifft natürlich auf den... natürlich, wo auch sonst. Aber interessant, da sind halt einfach mindestens drei Panzer... Da ist ja sogar ein EN-100-Jagdpanzer am Stehen gewesen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh, der hat mich getroffen, Junge. Ich wäre am Arsch gewesen. Boah, Junge. Den hat's ja instant aus dem Leben geballert. Die wurde aber nicht gespottet, genau. Hm, gespottet. Gespottet. Gespottet und gescoutet in einem. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Also noch ein T-30, ein Japanzer N-100, noch ein T-55A. Und hinter uns sind drei Medium, die auf dem Berg sind. Je nachdem, wo die sind, könnte es natürlich auch ein Problem werden. Ich fahre mal nah an der Wand entlang, damit die uns von hinten nicht so gut treffen können. Ich weiß nicht, ob das jetzt ausreicht oder ob die uns trotzdem sehen. Aber mindestens zwei ziehen gerade eh ganz woanders hin. Ne, es müsste eigentlich reichen, ne? Vor allem wegen dem Haus da. Und die Heavy-Linie links hat auch durchgebrochen, so. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu weit fahren. Ich stelle mich mal ganz kurz hier und tue so, als würde ich hier abaimen. Damit die anderen nachrücken können. Oh, das ist eine Grille. Ich würde dir gerne helfen, ich bin mal ganz ehrlich, mein Freund, das ist mir zu gefährlich. Das sind drei Jagdpanzer. Du wirst wahrscheinlich jetzt drauf gehen. Ich weiß, es ist hart ärgerlich. Das sah so geil aus. Entschuldigung. Erstmal wieder wegfahren. Ja, ich kann es verstehen. Aber ich kann auch ihn verstehen, dass er sich da gedacht hat, so drauf geschissen, ich roll durch. Ja, das war jetzt nicht so smart. Mifrendo, ich sag's da ganz ehrlich, warum fahrt ihr überhaupt vor? Wartet doch einfach kurz einen Moment. Auch er bringt sich wieder selbst um hier quasi. Oh, hi. Ich will auch drauf schießen, warte mal kurz. Sehr gut. Ich hoffe, die Position hier ist gut. Ach Mist, dass die Kanone nach oben rutscht. Hehehe, Glück gehabt. Er schießt mit Heat. Das ist natürlich echt ärgerlich, mein Freund. Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Passiert mir genauso. Aber wie ich mittlerweile weiß... Diese Space Armor, wenn man versteht, wie sie funktioniert, ist das ganz schön schlecht, mit Dingen zu schießen. Wie sie beide auf mich schießen wollen. Tja, ist ja schade. Boah, was für eine gute Runde. Also zweimal einen Jagdpanzer in 100 Schuss zu blocken. Klar, wegen Heat-Munition, Prinzip das gleiche. Und dann auch noch an der Front mitkämpfen und dann noch gut Schaden machen und 3000 Schaden insgesamt blocken und dann sogar noch den Japanzer 100 killen. Das ist geil. Sehr schöne Runde. Boah, 10.000 Erfahrung wieder. Das ist wichtig. Mittelfeld, perfekt, gefällt mir. Und wieder Kohle ohne Ende. Ey, was für ein geiler Panzer einfach. Jede Runde bis jetzt mit dem war einfach nur cool. Tolles Ding. Und ihn in der Runde gefunden. Das ist halt auch super. Fjorde. Oh, das könnte schwierig werden. Weil wo sidescrapst du hier am besten? Boah. Wo gehen wir da jetzt am besten hin? Ich würde sogar schon fast sagen, auch wenn es vielleicht richtig dumm ist, uns da unten hinzustellen
und nicht unten zu stehen, weil da müssen wir halt hoch fahren und dann halt down, sondern hier an der Ecke zu stehen, da so ein bisschen die Ecke zu schießen, aber das ist halt auch eine doofe Position. Hier könnte auch funktionieren, weil wir müssen halt oben bleiben und können nicht ins Wasser fahren. Ja, warte, ah, ich will dich nicht blockieren, ich wollte eigentlich dich durchlassen, aber du hast dich noch weiter gedreht, als ich dachte. Mr. Ninja Turtle. Weil ich dachte eigentlich, der fährt vor mir dann quasi kurz weg, deswegen wollte ich ihm den Vortritt lassen. Dann dreht er sich plötzlich doch noch quasi genau gegen mich. Ja, es ist ungünstig gelaufen. Tja, oder wir bleiben ganz kurz hier oben stehen, schießen damit und dann mal gucken. Jo, Patron. Ist weg. Ja, das hab ich erwartet, ehrlich gesagt. Deswegen wollte ich erst ja hier gar nicht hin. Nee, hier ist auch scheiße. Nee, wir fahren hier ganz weg. Ja, irgendwie ist das natürlich cool, weil wir dann hier eventuell auch gerade stehen können. Und ja, hier sind auch die anderen beiden Medium, aber ich ganz ehrlich, sobald die Medium dann da durchfahren, ich kann die dann nicht unterstützen. Das ist einfach nicht drin. Weil sobald es auch nur ansatzweise irgendwo in irgendeine kleine Anhöhe reingeht, dann kannst du halt schon quasi vergessen, da irgendwie Schaden zu machen. Deswegen lassen wir die hier ruhig da stehen. Das sind eh ein Haufen Gegner. Da oben ist auch wieder massiv mit unseren Panzern bestückt alles. Also fahren wir hier hinten mit unseren zwei Jagdpanzern und dem AI Phase 1 mit. Mal schauen, ob wir da wenigstens durchkommen. Noch gibt es ein Gegnerteam auch noch hier, einen Leopard, der nicht gesehen wurde, ein TVP und UDR. Es ist diesmal sehr mediumlastig. Es gibt nur ein Heavy. Krass. Das ist nicht viel. Oh, wir können sogar durchfahren hier. Oh, das ist natürlich geil. Jetzt nicht stehen bleiben, Leute. Nicht stehen bleiben. Macht nicht den. Leute, bitte. Egal, was ihr macht, seid jetzt nicht so dumm und bleibt hier stehen oder bleibt oder fahrt wieder zurück. Das ist das Dümmste, was ihr tun könnt. Jetzt mal ganz im Ernst. Wenn du schon hier hochfährst, dann fahr durch. Das ist egal, wenn ich jetzt eins von der Schaden kriege. Aber wir müssen hier Fläche gewinnen. Ich bin hier angewinkelt, alles gut. Sehr gut. Nein, nicht das Munitionslager. Ja, ich dachte eigentlich, dass das Ziel mitkommt. Ach, die bleiben wirklich da stehen. Oh, das ist ja unangenehm. Oh, wir haben die von der. Wir haben quasi die Position für uns gewonnen und können durchfahren. Und die chillen an der Enge und warten darauf, dass die es zurückerobern können. Weiß ich nicht. Das war richtig ungünstig jetzt. Auch der AI Phase 1, wären wir hier zu viert durchgefahren, hätten da oben TD gehabt. Hier unten TD. Am besten hier so am Stein oder hier auch hinter einem Haus oder so. Ich bin ja durchgefahren. Und der AI Phase 1, also wenn wir hier zu zweit an der Front wären, TD mit uns gefahren ist und einer hier oben stehen bleibt oder so, oder halt auch mitfährt. Egal wie, egal welche Konstellation, mit vier Panzern hier in der Front, wir hätten safe die Stadt erobert. Dann wäre die Artillerie in Gefahr gewesen, wir hätten die ganze Seite hier alles von der Seite aufräumen können. Das wäre so eine gute Position gewesen. Stattdessen fahren die wieder zurück in ihr komisches Kackloch da rein. Der Jagdtiger ist ja trotzdem gestorben, weil er halt komplett offen da steht. Und der T30 denkt sich so, und der I-Phase 1, lass lieber hier eine halbe Stunde jetzt hier wieder Front an Front stehen und wieder alles sidescrapen und Hull down gegenüberstehen und nichts tun. Das war sowas von enttäuschend von den dreien. Das ist sorry, aber wirklich schade. Naja. Die Tundra. Auch hier wieder Probleme. Da oben das Berg, da das voran dabei ist. Vielleicht ein bisschen schwierig, wenn hinter Panzer steht. Hier ist eventuell gut, aber müssen wir trotzdem ein bisschen mit 5 Grad Neigungswinkel arbeiten. Im Wasser generell schwierig. Da oben müssen wir wieder hoch. Alles schwierig. Ich fahr trotzdem hier unten lang, weil das meine Lieblingsposition ist. Und auf geht's. Bewegung. Hallo Lynx. Das sind schon sehr viele kleine winzige Panzer hier unterwegs. Burask, Saladin, M41, Gesor. Lynx. Ein Charme. Mle. Ein Omelett. Ich habe mit 80 ganz kurz hier hinterm Haus gestanden gewartet, weil ich gespottet wurde, nicht dass nachher doch geschossen wird. Oh.
Der Herr sieht mich ja noch, dann fahren wir mal ganz kurz runter hier, habe ich gehört, ne? Der Stein ist jetzt mein. Der Stein der Weisen. Oh. Das ist schlecht. Oh, das war smart von dir. Das war richtig smart von dir. Sehr nice. Das war verdammt gut von ihm. Oh, war das schön. Ich bin schade für den Gesor, ne? Mein Beileid. Viel Spaß in der nächsten Runde. Aber das war cool. Dass er gegen mich gerammt ist, absolut perfekt. Premium. Damit haben wir mehr Schaden machen können, als wir hätten normalerweise machen können. Geiler Satz. Damit hat er uns quasi Schaden geschenkt. Finde ich sehr, sehr gut. Oh, der zieht es mir rüber. Das ist schlecht. Dann fahre ich aber noch mal ganz kurz ein bisschen. Er fällt auch weg. Das ist gut. Ein Skoda kommt auch gerade über die Brücke. Dann bleiben wir mal ganz kurz hier stehen. Oh, der fährt ein M40 rüber. Auch nicht die beste Idee, ehrlich gesagt, mein Freund. Oh, da ist auch ein Lynx im Wasser. Ja, mein Freund. Guck noch mal. Ja, guck noch mal. Los, trau dich. Schau. Schau doch noch mal kurz vorbei, mein Freund. Weil ich muss gleich wieder weiterfahren zum St und BZ. Ja, komm, einmal zeigen. Belastend. Aber nicht schlimm. Ah, ist tot. Okay. Ich bleib mal trotzdem ganz kurz noch vorbei. Wir können immer nachladen. Auch wenn ich jetzt natürlich bei dem jetzt nicht schießen kann, ist es egal. Hat er mich gesehen? Eine Frechheit. Ich meine, gut, die Karte ist auch relativ klein, so du kannst eigentlich gefühlt alles sehen, sobald es auch nur irgendwie im Blickwinkel drin ist. Mm. Erwischt! Ich bin der Elektroschocker. Ich erwische sie alle. Schade. Du musst warten, bis der Kreis klein ist zum Schießen. Ja, aber dann kriege ich ihn nicht mehr. Ich muss mich ja auch beeilen. Man will ja was absnacken. Oh. Der ST1 hat Heat kassiert. Kitte weg, mein Freund, oder? Nee, sah nicht so aus irgendwie. Oh, ich kann ihn sogar echt treffen. Hey, wer, willst du mich verarschen? Der war safe drauf. Ah, ich hab vielleicht das andere Objekt getroffen, ne? Ah, ich wollte schon sagen, weil der war safe drauf. Oh, das ist nice. Oh, Leute, bitte gebt mir noch einen. Das wäre echt wichtig für mich tatsächlich. Nein, nicht die Kette! Nicht die Mama. Bitte lass mich finishen, bitte lass mich finishen. Nee. Nein. Der Kettenschuss hat's versaut. Naja, ist egal. Warte, warte, warte. Ach, fast vergessen. Alles gut gemacht. Aber auch eine fantastische Runde. Der Char hat sich wieder schön geopfert, um mir ein bisschen Erfahrung zu geben. Das ist ein schöner Deal gewesen. War sehr nett. Boah, ich hungert. Boah. Angenehm. Guck dir das mal an hier. Und wieder richtig schön viel Geld und Erfahrung bekommen. Fantastisch, bin ich ehrlich. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dieser Panzer ist einfach eine absolute Meisterklasse einfach. Also, das ist wirklich ein cooles Teil. Alles verbessert, lol. ja, ansonsten, wir haben fast 1 Million Kreditpunkte bekommen jetzt in der Stahlstudie. Mit 10 Runden mit dem hier. Anleihen, gut, kriegt man halt passiv dazu, ist ganz nett. Und 50.000 Erfahrung nach 10 Gefe also durchschnittlich 5.000. Ich meine, gut, da waren die Tagesboosts und so mit bei, denke ich mal. Aber, hä, wie kann hier alles besser werden? Und hier geht's runter. Ja, aber müsst ihr wissen. Hä? Naja. Ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall, dieser Panzer hier, absolut fantastisch. Wir haben jetzt 10 Gefechte gemacht. Jetzt kommen wir also zur Bewertung von dem.
Ich würde definitiv sagen, normalerweise ist es mittlerweile sehr selten, dass ein Panzer eigentlich, weil wir hatten ja zur 500. Folge genau, ne, da könnt ihr auch, falls ihr das noch nicht gesehen habt, gerne mal angucken. Das war ein großes Special, in dem es darum ging, die gesamten Favoriten, die ich hatte, das waren 43 Panzer, plus noch 7 Sondergäste-Panzer, so wie jetzt zum Beispiel hier den, der E-75 war da mit drin, der, die Stuk 4 war mit drin, eine Artillerie war mit drin und sowas halt, ne, war eine coole Folge. Aber wir hatten da festgelegt, dass wir nur noch diese 20 Favoriten hier akzeptieren, weil erstens ist das dann genau ein Reiter und wir müssen nicht nach rechts scrollen. Das heißt, die Favoriten genau eine Seite. Und das sind logischerweise die 20 besten Panzer für mich. Und der hier, ich bin ganz ehrlich, auch wenn ich es eigentlich nicht mehr machen wollte, direkt einen Panzer da reinsetzen, der hat safe einen Platz verdient. Der ist sowas von geil. Der macht Spaß, der sieht cool aus, die Panzerung ist echt super, der Schaden ist super, nach der Zeit kann man auch mitarbeiten. Die einzige Schwäche, die er hat, ist dieser Neigungswinkel von 5 Grad. Und den gleicht er durch die ganzen anderen Dinge eigentlich gut wieder aus. Das heißt, eine Sache kann er nicht, dafür kann er den ganzen Rest ziemlich gut. Wirklich ein sehr cooles Teil. Und deswegen würde ich sagen, kommt der aber sowas von safe in die Favoriten mit rein. Die Frage ist, wen werfen wir raus? Ich gehe mal ganz kurz in meine schöne, geile Liste mit den Favoriten. Die zeige ich euch natürlich auch eben. Hier sehen wir diese Liste. Ich habe schon mal den T-54D reingeschrieben. Und ich würde sagen, den bewerten wir mit einer 9. Von 10. Oder 10 von 10? Jetzt muss ich mal erinnern. Wir können auch 9 von 10 machen. Oder 10 von 10? Ich weiß es nicht. Mein Problem ist nämlich, diese... Ich mach mal ganz kurz hier, pass auf, geh mal ganz kurz hin, ich mach mal ganz kurz eine kleine Kopie von dem, was ich hier schon habe. Zack, bum, kada, du, budum. Dann machen wir ganz kurz hier eben diesen und diesen und diesen, weil der wird mich safe diese eine Formel da, dachte ich mir, dass er das da natürlich mit überträgt. Das schließen wir ganz kurz hier mit dran an. Kurz ein bisschen kleines bisschen Excel arbeiten hier, so, zack. Ändert zwar hier am Aussehen gar nichts, aber es ist wenigstens eine Formel weniger. Das kommt weg. Das hier unten, die Flop-Liste, brauchen wir eigentlich nicht hier. Deswegen habe ich das extra kopiert. Das heißt, das kommt so zack, zack, zack. Das hier ist unsere Top-Liste. So. Jetzt können wir natürlich nochmal ganz kurz hingehen. Wir machen das so weg. Wir lassen mich jetzt hier, schreiben wir hin. Beinahe Favorit. Oder Ex-Favorit. Das ist auch gut. Das machen wir so. Und hier Favorit. Die Favoriten sind hier, genau in dieser Reihenfolge, weil krasse Panzer. Und hier unten kommen die Panzer hin, die natürlich irgendwie sind krass rausgeflogen, aber trotzdem mal Favorite waren in dieser schönen 20er-Liste. Okay, und zwar gehen wir jetzt mal hin. Die ganzen Panzer sind alle safe. Ne? Da wird nichts, also da kann ich aber nichts dran rücken, die sind einfach zu gut. Diese Panzer hier, da wird es natürlich jetzt wieder ein bisschen überlegen, muss die Überlegung ein bisschen mit reinspielen. Der SAPTK hat mich sehr positiv überrascht, muss ich zugeben. Würde ich noch nicht rauswerfen. Jetzt gerade das wieder bekommen, den Platz. Das wäre gemein. Der Typ 63, den würde ich auch nicht rausnehmen. Aber Chieftain Proto 56 CP, da wäre die Überlegung. Wir schauen mal ganz kurz in-game rein, welchen wir davon nehmen und welcher das davon sich jetzt verpissen kann. Rein logisch gesehen müssten wir eigentlich den 56 CP raushauen. Warum? Ganz einfach, der ist... Es gibt noch einen anderen Polen, den CS-52 List. Das heißt also, wir hätten dann... halt einen polnischen Panzer weniger. Wäre eigentlich fair, damit wir halt immer noch jede Nation einmal drin haben. Aber ich glaube, der Chieftain Proto ist der, der mir tatsächlich weniger gefällt. Oder von... Aber ich weiß nicht. Dann würden wir halt einen 9er gegen 9er austauschen. Das ist jetzt auch nicht die coolste Idee irgendwie, ne? Aber wenn ich die beiden jetzt vergleiche, das finde ich halt wieder sehr schwer, muss ich zugeben. Ah ja, ist beides eigentlich ziemlich nice. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich den Chieftain Proto doch nochmal ein Stückchen schlechter finde, tatsächlich. Das heißt schlechter, einfach nur, ich würde den jetzt nicht so gern fahren wie den 56 TP. Ich könnte jetzt aber auch nochmal, Weißt du was, wir machen das ganz einfach. Ihr habt die Wahl zwischen dem 56 TP und den Chieftain Proto. Und ihr könnt mir Entscheidungshilfe geben, welcher von diesen beiden Panzern rausfliegt und der T-54D diesen Platz übernimmt. Der T-54D wird aber auf jeden Fall safe einen dieser Plätze bekommen. Der hat es definitiv verdient, weil der ist einfach nur geil. Und weil er es verdient hat, kriegt er auch einen Wurf auf alle Crewmitglieder, damit die den vierten, den dritten Skill haben. Einfach weil er hat es, wie gesagt, verdient. Das ist einfach so ein geiles Teil. Selten Panzer gehabt, bei dem alle Runden eigentlich ziemlich cool waren.
Ja. Ah, die deutschen Verrückten, die ich hier drin habe, sind schon echt alle ziemlich heftig. Ja, würde ich so stehen lassen. Ihr schreibt mir rein, ob Chief Simproto oder 56 CP rausfliegen soll und schreibt mir bitte dazu, warum. Nicht einfach nur, nimm den, sondern sag mir auch ruhig, warum. Also, wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist. Ich finde, bei beiden ist es okay, wenn sie halt nicht dabei sind in den Favoriten. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.